Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von XCOM 2 hier beim Widerstand. Ich gehe jetzt hier vorne erstmal in den Feuerschutz und ziehe jetzt erstmal meine ganzen Einheiten da hinten nach. Bevor ich jetzt hier irgendetwas anderes tue. Weil sonst macht das, glaube ich, nicht allzu viel Sinn, da vorne reinzurennen. Wenn der Rest noch so weit hinten hängt. Da bin ich mal gespannt, was uns da vorne in der Schmiede erwartet. Ja. Verstanden. Du da. Dann muss ich, glaube ich, sowieso generell erstmal nachladen, bevor ich mich hier groß weiter bewege. Deswegen mache ich jetzt einfach mal großes Nachladen. Nachgeladen. Bestätigt. Überwachung läuft. Ich bin bereit. Scanne Gebiet. Am Scharfschützen bewege ich mich mal dahin. So. Die darf einmal kostenlos nachladen. Gut, dann möchte ich das jetzt mal nicht unnötig verbrauchen. Hier vorne soll ich hin. Hier drüben wäre offen. Stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, ob ich vielleicht eher von hier drüben reingehen sollte. Darf's auch nochmal kostenlos nachladen. Das ist schön. Bist du mal nach da vorne? Hier ist etwas. Ah. Bleibe in Stellung. Ich werde gleich geröstet. Gut. Wenn da vorne hier irgendwo was ist, würde ich sagen, hier gehe ich einfach mal hier vorne hin. Aha! Eine fette Mech-Einheit. Hier hätte es auch anders da sein sollen. Okay, okay, dann machen wir das jetzt erstmal ein bisschen. Wechsle Position. Ja. Viel Spaß mit der Granate. Die schon mal sehr schön effektiv war. Da könnte ich sogar hier den Sensenmann ausprobieren. Yeah! So, einmal den Mesh. Des Objekts nach würde ich schätzen, dass es erst vor kurzem hergestellt wurde. Kein Wunder, dass es so viele von ihnen gibt. Aha. Oh, Hilfe, Maus. Hilfe. Okay, untersuchen wir den Reinraum, aber zuerst hauen wir hier erst noch den Rest weg. Das war jetzt ein bisschen bitter, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, das stört mich noch nicht ganz so sehr. Wenn es erstmal betäubt ist, dann darf erstmal der Offizier dran glauben. Feindliches Ziel erledigt. Gut. Zufrieden?
Ja. Wo sollen wir hin? Da. Ich nehme an, dass wir da irgendwo von der Seite oder so dran müssen. Wird schon nichts passieren. Darfst du da erstmal in die vollen Deckung gehen? Wenn es sein muss. Gebe Steuerschub, halte Position. Gut. Okay, ich gehe. Mir entgeht nichts. Ja, die große Preisfrage ist, wo gehe ich jetzt groß mit meinem Scharfschützen hin, ne? Okay, ich gehe. Na los, zeigt euch. Jawohl. Wo gehe ich mit meinem Scharfschützen hin? Das ist eine sehr gute Frage. Lohnt es sich, aufzugehen? Weiß ich nicht, aber das gucken wir einfach gleich mal. Zuerst Menschenkörper und jetzt Advent. Irgendwas sagt mir, dass die nicht entführt worden sind. Sieht mir eher nach einer Produktionsanlage aus. Die Konfiguration ist anders. Kann das sein? Kann es sein, dass hier die Advent-Truppen herkommen? Nichts ist unmöglich, wenn man es mit diesen Aliens zu tun hat. Ja, das sehe ich auch mal so. Da hätte man eine volle Deckung. So. Hoffentlich lohnt sich das. Nicht zu weit laufen. Gebe Feuerschutz. Position bestätigt. Okay, da scheint gerade überall nichts zu sein. Okay. Dann gehen wir mal weiter rein. Echt? Also ich würde mir das schon überlegen. Position bestätigt. Wahrscheinlich habe ich jetzt das Glück, dass beim letzten Zug ich jetzt irgendwo nochmal Gegner entdecke. So. Position bestätigt. Ich glaube, da ist eine super Position. Die Action-Cam, die ist schon ein Highlight manchmal. Ja, wie war das mit dem letzten Zug? Manus 1-5, hier Avenger. Ziel in Reichweite. In Deckung. Mir geht nichts. Meine Fresse. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Das hätte schlimm ausgehen können. Gott sei Dank, gestreift. Mit gestreift kann ich erstmal leben. Ich weiß noch nicht, damit kann ich, glaube ich, irgendwie auch noch leben. Bin getroffen! Hä? Okay.
Oh, sogar kritisch. Dann würde ich sagen, gehst du mal dahin. Was ist da drüben? Dann könnte ich mal rein theoretisch relativ witzig sein hier. Könnte mir auch gleich meinen Fluchtort sprengen. So. Die Viper muss mal auf jeden Fall weg. Mit 15. Okay. Leck mich am Arsch. Okay. Kenne ich da jemanden, der sich freut, auf den Arsch schon zu ballern? Brauche Munition. So, dann wäre der schon mal weg. Ist schön. Ich habe ihn erwischt, oder? Bin leer geschossen. Treffe ich da drin jetzt noch Gegner an oder nicht? Das ist jetzt die große Preisfrage. Geht in Ordnung. Mir entgeht nichts. Schon dabei. Biete Feuerschutz. Jawohl. Okay, ich würde sagen, Kelly läuft da jetzt einfach mal drauf. Was ist da drin? Ich habe ja mal vom Prinzip her eigentlich keinen Stress gerade. Mein Scharfschütze darf da mal in die Ecke. Rücke vor. Waffe geladen. Feuerschutz. Weil ich könnte ja dann theoretisch hier vorne gleich wieder abhauen. Nichts passieren. Oder muss ich wieder bis zurück? Ne, Sky Ranger rufen. In der Hoffnung, dass da jetzt nichts rauskommt. Das sieht aus wie... Vorsicht! Das Exemplar muss um jeden Preis unversehrt bleiben. Menace 1-5, Erlangung des Pakets bestätigt. Zur Evakuierungszone vorrücken. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Okay, Evakuierungszone ist da oben. Das ist natürlich jetzt wieder klassisch. Was ist da drüben? Vorsichtig jetzt. Okay, bin unterwegs. Gut, ich muss auf jeden Fall definitiv umdisponieren. Drücke aus. Dann mache ich das doch auch mal. Bestätigt.
Bewegung, Bewegung! Bin dabei! So. Da drüben hat sich was bewegt. Halte Stellung. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay, da hat sich was bewegt. Frage ist jetzt, ob das jetzt nur die Verstärkung war oder generell etwas war. Ich gehe schon. Bin dabei. Bin dabei. So. Ich habe das Paket. Will ich trotzdem mit meinen Kampfeinheiten vorgehen? Und ab geht's. Bin schon dabei. Edmund ist hier. Echt jetzt? Rüstung wurde getroffen. Immer mit der Ruhe. Stellung. Sie verlagern den Angriff. Sie flankieren uns. Ich werde flankiert. Das hat wehgetan. Die Flammen sind zu nah. Das hat definitiv wehgetan eben. Ja, Feuerschutz entfernt. Witzig, wenn die Einheit tot ist. Hoher Munitionsverbrauch. Wenn es sein muss. Echt jetzt gestreift. Der steht direkt vor dir. Schon unterwegs. Gut, damit kann ich leben. Feindliches Ziel erledigt. Was ist da drüben? Darfst du dem zumindest erstmal den Rücken ballern? Oh cool, sogar mit blitzschnellen Händen Feuer. Ja. Daneben. Finde ich immer eine super Sache.
Naja, immerhin beim zweiten Versuch getroffen. So, dann kann ich jetzt zumindest meiner Kelly den umnieten. Gut. Einer erledigt, noch tausende übrig. Okay, bin unterwegs. Halte Position. Da kommen noch mehr von ihnen. Okay. Du hast halt die große Ehre, die Einheit zu tragen. Es ist halt nun mal so. Kein Problem. Schon unterwegs. So. Nähere mich Ziel. Bin dabei. Scanne Gebiet. Jawohl. So. Okay, ich gehe. Da braucht er erstmal definitiv eine Heilung. Ich mache jetzt die Folge, ich weiß, dass ich drüber bin. Ich mache jetzt ein bisschen länger, aber ich will jetzt die Mission fertig haben. Das ist, weil sonst kriege ich hier, glaube ich, gleich zu viel. Wechsle Position. Biete Feuerschutz. Das heißt, ich kann den da hinstellen. Ich habe hier volle Deckung. Okay, habe ich noch jemanden, den ich bewegen darf? Nein. Da hat nur diese einzelne Figur volle Deckung. So sah mir das, glaube ich, eben gerade eher aus. Okay. Feind neutralisiert. Damit kann ich gerade aktuell noch leben, wenn die jetzt nichts machen dürfen. Gut, damit kann ich erstmal leben. Habe ich von der Plasmagranate so im Allgemeinen was? Ja. Zudem seine Deckung ist weg. Und streff den anderen auch noch. Ja, wie mache ich das jetzt?
Also ich glaube, meine Kelly benutzt jetzt erstmal definitiv ihren Sensenmann und greift den an. So, dann darf die ja weitermachen. Dann schießt du jetzt bitte erstmal auf den Mesh. Ja, fast die Kelly dabei getötet. Jawohl! Okay. Okay, ist gut. Dann tippe ich jetzt einfach mal drauf, dass du es schaffst, dass dieser Mesh weg ist. Traumhaft. So. Bestätigt. Ja, was für ein Kletteraffe, Mann. So. Dann darfst du auf jeden Fall schon mal evakuieren. Menace 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. Spurte los! So. Hoffentlich lohnt sich das. Darf die erstmal dahin rennen? Ja, und du evakuierst doch schon mal. Schon mal weniger Schaden, den ich fressen kann. So. Kommst du bis nach da oben? Echt jetzt? Traumhaft. Ich gehe schon. Dann hätte ich's ja. Genau rechtzeitig. Wunderbar. Ah, ist die Folge zwar ein bisschen länger geworden, aber ist jetzt nicht schlimm. Ich wollte die Mission jetzt fertig spielen. Hoffentlich lohnt sich das. Bereit zum Abmarsch. Zu Befehl. Ab nach Hause. Und ich bin mal gespannt oder hoffe mal, dass sie auch nicht zu sehr verletzt sind jetzt. Geht in Ordnung. Ich bin weg. Juhu, ein besserer Mensch. Yay. Wir haben, was wir holen wollten. Raus aus dem Gebiet. Boah. 22. Respekt. Gar nicht, dass es so viele waren. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt hoffe ich auf jeden Fall, dass das Avatar-Projekt ein bisschen zurückgegangen ist wieder dadurch. Weil sonst wird's echt blöd. Leicht verwundet, boah, dreimal schwer. Alter. Im Inneren des Anzugs haben wir etwas gefunden, das vielleicht der Prototyp für die scheinbar endlosen Truppen der Advent sein könnte.
Selbst wenn ich all meine Bemühungen einzig und allein auf diese Forschung konzentriere, wird es einiges an Zeit und Ressourcen kosten, dieses Exemplar vollständig zu analysieren. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ihre Erkenntnisse bei der Schmiede sind beunruhigend, Commander. Wenn die Aliens ihre Advertisements sammeln oder produzieren, wird es für uns viel schwieriger, sie zu besiegen. Untersuchen Sie das mit Ihrem Team weiter. Neues Ziel hinzugefügt. Ja, natürlich werde ich das untersuchen, aber natürlich erst in der nächsten Folge. All unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten Ihre Befehle. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, schreibt mir was in die Kommentare, Leute. Wie schnell wart ihr so in dem Spiel? Was habt ihr vermutet, was in diesem Stasis-Anzug ist? Keine Ahnung. Wir werden es sehen in den kommenden Folgen. Bis dann.